Hallo und herzlich willkommen zum 8. Paderduell. Wir spielen heute wieder. Der SC Paderborn 07 kämpft um Punkte gegen das Forum Paderborner Spitzensport. Heute zu Gast haben wir den Golfclub. Golf hätten wir natürlich auch viel lieber draußen erledigt, aber leider Gottes müssen wir es weiterhin als Videokonferenz laufen lassen, also der Golfclub Paderborner Land. Und da hat man uns zur Verfügung gestellt Tim Hagenbrock. Er ist 26 Jahre, ist selbstständig im Onlinehandel für Sportartikel. Er ist leidenschaftlicher Golfer beim GC Paderborner Land. Tim, Golf eigentlich doch eher was für mich, Rentnersportart. Du mit 26 Jahren, warum nicht Fußball, warum Golf? Ich würde sagen, am besten probierst du das mal aus, dann können wir sicherlich schnell feststellen, ob das nur für Rentner ist oder ob das allen Generationen Spaß machen kann. Also ich würde sagen, aufgrund der hohen Dynamik im Golfschwung ist es gerade für Kinder, sowohl für Kinder als auch für alle anderen Generationen sehr, sehr anspruchsvoll. Und wir erleben jeden Golftag ein neues Abenteuer. Das Abenteuer wirst du jetzt hier erleben. Es steht 4:3 für die Paderborner Sportvereine, also das Forum Spitzensport führt. Und wir haben jetzt heute einen Hochkaräter dagegen gesetzt, um vielleicht den Ausgleich zu schaffen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Johannes Jojo Dörfler bei uns ist. Er ist 24 Jahre, er erzielte in dieser Saison sein erstes Tor in der zweiten Bundesliga und hat damit von der 6. bis zur 2. Liga in jeder Liga getroffen. Und Jojo, hoffentlich triffst du heute auch. Du hast in dieser Saison deinen Durchbruch in der 2. Fußball-Bundesliga geschafft. Dazu einmal herzlichen Glückwunsch. Und wie war speziell die Gefühlslage nach deinem wichtigen Treffer gegen Hannover 96? Das war ein sehr schönes Gefühl, muss man natürlich sagen. Ich wusste auch nicht, wie ich jubeln soll. Weil, hab halt den Ball am 16er bekommen, ein bisschen rumgetanzt. Und dann, dass er so reinfliegt, ist echt ein schönes Tor gewesen. Und das hat mich natürlich sehr gefreut. Uns freut es auch, dass du heute die Zeit hast, mitzumachen. Ja, unser Quiz. Wir stellen drei Fragen über die jeweils andere Sportart. Jojo, hast du Ahnung vom Golf? Muss leider zugeben, nicht so viel. Nicht so viel. Hat mich auch leider nicht so schlau gemacht. Ich bin gespannt, wie ich sie meistern werde. Obwohl ich glaube, man kann auch ein bisschen was raten. Obwohl die erste Frage, die hat es schon in sich. Du kriegst jetzt die erste Frage. Aus welchem Land stammt das Ballspiel Golf? Du gibst drei Möglichkeiten. A. Portugal, B. Japan, C. Schottland. Ich sag Schottland. Du sagst Schottland. Bist dir sicher? Ja. Okay, Schottland ist die richtige Antwort. Damit hast du das erste Pünktchen für uns schon mal geholt. Ja, Tim. Dieses Jahr schauen wir mal in Richtung Fußball-Europameisterschaft. Aktuell gibt es zwei Länder, die jeweils dreimal den EM-Titel gewannen und damit Rekordsieger sind. Welche Länder sind das? A. England und die Niederlande, B. Deutschland und Spanien, C. Portugal und Griechenland. Das sind Deutschland und Spanien. Relativ einfach, denke ich auch. Niederlande wäre mir jetzt auch ein bisschen was gewesen. Da gab es ja auch so einen tollen Song, den man gesungen hat zu WM oder EM. Deutschland, Spanien ist richtig und damit schon der erste Ausgleich. Jojo, das ist jetzt nicht ganz so einfach, wenn man kein Golf spielt. Wie viele verschiedene Schläger darf ein Golfspieler während einer Runde nutzen? A. 14 Schläger, B. 21 Schläger, C. Unbegrenzt viele Schläger. Ich sag unbegrenzt viele Schläger. Ja, Jojo, jetzt stell dir mal vor, unbegrenzt, wie du mit der Tasche da über den Platz laufen musst. Ja, das stimmt. Ne? Also, das ist leider nicht richtig. 14 Schläger wäre die richtige Antwort gewesen. Du musst ja auch an die Leute denken, in meinem Alter, wenn wir das Ding selbst tragen müssen. Das ist nicht ganz so einfach. Tim, ja, deine Chance, nach vorne zu gehen. Wir bleiben beim Thema Europameisterschaft. Deutschland wurde zuletzt 1996 Europameister und das durch die Golden Goal-Regelung. Wer schoss das entscheidende Tor? A. Miroslav Klose, B. Oliver Bierhoff, C. Jürgen Klinsmann. Das ist B. Oliver Bierhoff. Ja, da bist du ja doch gut vorbereitet. Das ist richtig und damit, ja, geht dieser Punkt an dich. Jojo. Wie heißt im Golfsport der Holzstift, auf dem der Ball beim Abschlagen liegen darf? Ja, es ist wirklich nicht einfach. Ich versuche mal hier diese drei Antwortmöglichkeiten. A. Li, B. T, C. P. Boah. Du, ist alle drei werden mit Doppel-E geschrieben. Das kann ich dir als Hilfestellung geben. Ich sag mal T.
T, also Antwort B. Genau. Gott sei Dank hätte ich auch genommen, ist die richtige Antwort. Haben wir das eigentlich richtig ausgesprochen? Nee, wir nennen das T. T, genau. Ich wusste, dass da irgendwas falsch war, aber Lee, T, B. Irgendwie war das schön. Aber okay, damit Jojo richtig beantwortet. Frage 3. Tim, die Fans spielen beim Fußball eine sehr wichtige Rolle. Hoffentlich dürfen sie bald wieder in die Stadien, das hoffen wir alle. Welches ist das größte Fußballstadion in Europa? A, das Olympiastadion in Berlin. B, das Camp Nou in Barcelona. C, das Wembley-Stadion in London. Das ist das Camp Nou in Barcelona. Ja, bist aber wirklich gut vorbereitet, muss ich sagen. Herzlichen Glückwunsch. Camp Nou hat 99.354 Plätze. Wembley-Stadion kommt auf 90.000 und das Olympiastadion kommt auf 74.228 Plätze. Ja, da war es schon, die dritte Frage. Jojo, schlecht gelaufen, würde ich sagen. Ne? Er war heute einfach nicht zu schlagen. Passiert. War schon sehr gut von ihm, was soll ich sagen. Ich gehe davon aus, dass die Golfspieler bei dir in der Mannschaft das ein oder andere dir noch mal mit auf den Weg geben werden und dich vielleicht zur nächsten Runde mitnehmen. Ja, der Uwe kann mir da helfen, der Hühnemeier. Genau, Hühnemeier ist nämlich unser Fachmann. Also, Glückwunsch, Tim. Ja, herzlichen Glückwunsch. Der Golfclub Paderborner Land hat gewonnen. Und deswegen freuen wir uns auf das nächste Paderduell und wir werden den ein oder anderen interessanten Sportverein in Paderborn oder Umland garantiert noch finden. Also, alles, alles Gute, drückt uns die Daumen und irgendwann, ich gebe die Hoffnung nicht auf, sehen wir uns alle, entweder auf dem Golfplatz oder wieder im Stadion. Bis dann, tschüss.